Oh Mann. Ende der Straße. Ahmed verlässt die Stadt mit den 5 Masyaf-Schlüsseln. Fangen Sie ihn, bevor er entkommt. Und wir müssen 20 Wachen eliminieren. Fast geschafft! Durchhalten! Oh, cool. Gut, gut. Ihr kommt, um mich zu verabschieden. Weg! Weg! Oh! Das war doof. Entschuldigung, Sophia. Oh Gott. Lange halten wir nicht mehr durch. Okay, machen wir erstmal so. Oder zumindest da hinten rüber. Ich würde mal sagen, unsere Kutsche ist gleich Matsch. Schön. Ich hab ein Déjà-vu. Seid ihr verletzt, Sophia? Ich glaube nicht. Bleibt stark. Natürlich. Okay, cool. Und wie können wir jetzt Wachen umbringen? Mensch, Sophia, irgendwie hast du es nicht wirklich drauf. Oh! Soldaten, voraus! Ich sehe sie! Und eins. Ja, ich will den da auch umlegen. Zwei. Ach, cool. Das habe ich auch noch nie gemacht. Sehr geil. Man entdeckt doch das Spiel immer wieder neu. Sophia, ihr müsst aufpassen. Ich weiß. Sie ist trotzdem die Richtige für dich. Mehr Soldaten. Ups, da war keiner. Bring ihn doch um. Soweit, so gut. Sie macht das gut. Entschuldigung, könntet ihr vielleicht meine zukünftige in Ruhe lassen? Danke. Oh! Ah. Jetzt sind wir schon bei 20. Was tut ihr denn? Sei nicht so hart zu ihr. Sie macht das nicht jeden Tag so wie du. Ah, opsch. Aber ganz ehrlich, sowas speist doch zusammen, oder? Und wie habt ihr euch verliebt? Ach, eine romantische Kutschfahrt. Sag mal, wie fährst du eigentlich, Frau? Immer noch besser als ich weiß.
Ja, nicht sowas. Das war nicht so geil. Wie viele fehlen denn dann noch? Ah, ouch. Ups. Ich wollte eigentlich nur Medikamente nehmen. Kann ich Medikamente nehmen? Nee, kann ich nicht. Das ist ja Beschiss. Und da kommt immer mehr. Super. Aber sie ist ja noch ganz gut dabei. Oh, wir sind bei 20. Das ist gut. Immer fleißig weitermachen. Verdammt. Mann, was tust du denn? Gott! Leute, ihr sterbt gleich, wenn ihr so weitermacht. Wir landen jetzt nicht wirklich auf einem Friedhof, oder? Wie symbolisch. Und was nun, Ezio? Wie wird das enden? Diese Frage stelle ich mir auch. Halt! Soldaten! Selim ist nicht euer Meister! Ihr dient dem Sultan! Ihr untersteht nur seinem Befehl! Wo ist er? Wo ist unser Sultan? Er steht vor dir, Bruder. Vater hat sich entschieden. Selim! Halt! Bitte! Und tschüss. So, ihr seid der Assassine. Ezio Auditore. Ich bin Selim, Sülemans Vater. Er spricht sehr gut über euch. Er ist ein bemerkenswerter Junge mit einem wachen Verstand. Hätte er nicht für euch gesprochen, hätte ich euch stehenden Fußes töten lassen. Verlasst diesen Ort und kommt nicht zurück. Ihr habt das Richtige getan, Ezio. Das ist nicht euer Kampf. Doch wo endet der eine? Wo fängt der nächste an? Eine gute Frage. Sind wir jetzt mit der nächsten Sequenz durch? Sieht beinahe so aus. Oder? Nein. Doch. Sequenz 8 beendet. Ja, Freunde, wir starten jetzt also in die finale Sequenz. Gut, dich zu sehen. Hör mal, hier wartet ein Zollbeamter, der mit allen sprechen will. Ich hoffe, du hast was für uns. Natürlich. Reisepässe und Papiere für alle. Ah, brillant. Also ich bin jetzt Neurochirurg. Na fein.
Ihr seid ein Ärzteteam von SUNY Upstate und kommt gerade mit eurem Patienten aus Rom zurück. Experimentelle Gentherapie. Gute Arbeit. Bringen wir es hinter uns. Warte, hey, das ist verrückt. Was denn? Ich weiß nicht, aber Desmonds Hirn flackert wie eine matte Ladykracher. Hier kommt es. Was ist das? Was geht hier vor? Das ist das Ende, Desmond. Wir werden gelöscht. Was machst du denn? Ein Mensch ist nur die Summe seiner Erinnerungen. Wir sind die Geschichten, die wir leben, die wir uns selbst erzählen. Tu das nicht. Ich rette dich, du Idiot. Geh! Es endet. Ich schreibe diese Zeilen mit fester Hand und erleichtertem Herzen. Wir sind nun in Akkon, Sophia und ich. Mit 5 Masyaf-Schlüsseln in unserem Besitz und aller Zeit der Welt. Sophia ist eine weit gereiste Frau und eine angenehme Begleiterin, so weit weg von daheim. Morgen werden wir nach Masyaf aufbrechen und, dort angekommen, Altairs Bibliothek betreten, um Vaters unerfüllten Traum zu verwirklichen. Verzeih, dass ich mich so kurz fasse, liebste Schwester. Doch es ist spät und wir sind müde. Mit etwas Glück kann ich dir meine nächste Nachricht schon wieder persönlich überbringen. Con affetto, Ezio. Wunderschön. Eine Heimkehr. Ezio und Sophia sind nach mehrwöchiger Reise in Masyaf eingetroffen. Es ist Zeit, die Bibliothek zu öffnen. Hier drüben. Oh, dieser Anstieg. Ecco si bello qui. Und hier ist der Ursprung eures Ordens? Er wurde vor Jahrtausenden gegründet, aber hier wiedergeboren. Von dem Mann, den ihr erwähntet? Altair? Altair ibn La'ahad. Er machte uns groß, dann ließ er uns frei. Er erkannte den Unsinn einer solchen Burg. Sie wurde zum Symbol für Arroganz und Wegweiser für all unsere Feinde. Und diese finsteren Kapuzenmäntel? War das etwa auch seine Idee? Ihr erwähntet vorhin ein Credo. Wie lautet es? Nichts ist wahr. Alles ist erlaubt. Das scheint mir eher zynisch. Stimmt, wenn es ein Dogma wäre. Doch es ist eher eine Beobachtung, wie die Wirklichkeit ist. Wer sagt, dass nichts wahr ist, hat die grundsätzliche Zerbrechlichkeit der Gesellschaft erkannt. Und dass wir die Hüter unserer eigenen Kultur sein müssen. Wer sagt, dass alles erlaubt ist, hat verstanden, dass wir die Architekten unserer Handlungen sind. Und mit ihren Konsequenzen leben müssen. Seien sie ruhmreich oder tragisch. Er ist so weise. Bereut ihr eure Entscheidung, als Assassine zu leben für so lange Zeit? Ich erinnere mich nicht an diese Entscheidung. Dieses Leben, es wählte mich. Seit 3 Jahrzehnten habe ich dem Andenken meines Vaters und meiner Brüder gedient. Und für jene gekämpft, die unter dem Joch des Unrechts gelitten haben. Ich bereue diese Jahre nicht. Aber es ist Zeit, mein eigenes Leben zu führen. Sie zu vergessen. Und all dies loszulassen. Dann lasst los. Ihr werdet nicht tief fallen. Sie ist die absolut Richtige für dich. Oh.
Das Ende der Straße. Okay, alles klar. Was hofft ihr, hinter dieser Tür zu finden? Wissen, hauptsächlich. Altair war tiefsinnig und ein gewitzter Schreiber. Er baute diesen Ort als Archiv für seine Weisheit. Er sah viele Dinge in seinem Leben und lüftete Geheimnisse, beunruhigende wie verstörende. Wissen, das geringere Männer verzweifeln ließe. Besorgt euch das? Oh, ich war zu schnell fertig. Ihr kommt da hoffentlich lebend wieder raus. Das plane ich. Na, sieh mal einer an. Sie scheint tatsächlich die gleichen Gefühle für ihn zu hegen. Ich gönne es ihm. Er hat sich ein Happy End verdient. Gott, wo sind wir hier? Sieht aus wie ein Ratssaal. Und für eine Bibliothek sind doch ziemlich wenig Bücher hier, oder? Oh mein Gott. Keine Bücher. Kein Wissen. Alter, ihr. Du, Fratello mio. Oh mein Gott. Requiescat in pace, Altair. Bist du fertig mit meinen Büchern? Ja. Einige gaben wir dem Polus. Der Rest kommt mit mir nach Alexandria. Gut. Sehr gut. Vater, das verstehe ich nicht. Warum eine Bibliothek erbauen, wenn ihr nicht vorhabt, dort eure Bücher... Du musst gehen. Wenn die Mongolen kommen, muss Masyaf leer sein. Verstehe. Das ist gar keine Bibliothek. Es ist eine Gruft. Sie muss versteckt bleiben darin. Fern von gierigen Fingern. Zumindest bis sie ihr Geheimnis weitergegeben hat. Ein Geheimnis? Geh, Sohn. Geh zu deiner Familie. Und lebe glücklich. Alles, was gut an mir ist, begann mit euch, Vater. Weisheit ist viel Verdruss. Und wer Erkenntnis mehrt, mehrt das Leid. Was sagt es dir denn? Was kannst du sehen? Seltsame Visionen und Nachrichten von jenen, die vor uns leben. Von ihrem Aufstieg und Absturz. Aber was geschieht mit uns, Altair? Mit unserer Familie? Was sagt der Apfel? Wer waren die, die vor uns lebten? Was brachte sie her? Und wann war das? Befrei dich von dem Ding! Es ist meine Pflicht, Maria. Wenn man dich fragt, sag, dass ich den Apfel verschickte. Sag ihnen, dass er in Zypern ist oder in Zipango. Oder dass ich ihn im Meer versenkte. Sag, was nötig ist, um die Leute von hier fernzuhalten. Der Apfel darf nicht gefunden werden, bis der richtige Zeitpunkt kommt. Setzen Sie sich einen Moment und ruhen Sie sich aus. Gott, zu diesem Zeitpunkt ist Altair 92 Jahre alt.
Ein unglaublich hohes Alter. Danke für alles, alter ihr. Wow. Ganz ehrlich, diese Enden von Assassin's Creed, die sind immer so verdammt episch. Noch ein Artefakt? Nein. Du bleibst schön da. Ich habe genug für ein Leben gesehen. Desmond? Spricht er mit mir? Ich hörte deinen Namen bereits, Desmond. Vor langer Zeit. Und nun haftet er in meinen Gedanken, wie ein Bild aus einem alten Traum. Ich weiß nicht, wo du bist, oder wie du es schaffst, mich zu hören. Aber ich weiß, dass du zuhörst. Ich lebte mein Leben so gut ich es vermochte, ohne den Zweck zu kennen. Doch getrieben wie eine Motte zum Mondlicht. Und hier endlich entdecke ich die Wahrheit. Dass ich nur der Überbringer einer Nachricht bin, die sich meinem Verstand entzieht. Wer sind wir, die wir so gesegnet sind, diese gemeinsame Geschichte zu teilen? Über Jahrhunderte hinweg. Vielleicht wirst du die Fragen beantworten, die ich stellte. Vielleicht bist du der eine, der allem Leid doch noch einen Sinn gibt am Ende. Jetzt. Höre. Kannst du mich hören, Cipher? Kannst du mich sehen? Ah, da bist du ja. Gut. Ein seltsamer Ort, dieser Nexus der Zeit. Ich bin nicht gewöhnt an Berechnungen. Das war immer Minervas Domäne. Ich sehe, dass du noch viele Fragen hast. Wer waren wir? Was wurde aus uns? Was wünschen wir von dir? Du wirst Antworten bekommen. Hör nur zu, und ich sage dir wie. Vor dem Ende und danach versuchten wir, die Welt zu retten. Wir bauten Gewölbe, um darin zu arbeiten, jedes einer anderen Methode der Rettung gewidmet. Errichtet im Untergrund, um dem Krieg über uns auszuweichen. Aber auch als Vorsorge sollten unsere Bemühungen scheitern. Das Wissen jeder Gruft wurde an einen einzelnen Ort übermittelt. Unsere Pflicht. Meine, Minervas und Junos, war es, das Gesammelte zu sortieren und zu sichten. Wir wählten nur die aussichtsreichsten Lösungen und widmeten uns dem Test ihres Wertes.
Wir versuchten sechs hintereinander. Jede vielversprechender als die davor. Keine funktionierte. Und dann endete die Welt. Bebte für Tage. Die Feuer brannten wochenlang. Und als die Asche sich gesetzt hatte, lebten weniger als 10.000 deiner Art. Und viel weniger von uns. Aber wir machten weiter. Gemeinsam. Um aufzubauen. Zu erneuern. Höre. Du musst dorthin. Zu dem Ort, wo wir arbeiteten und scheiterten. Nimm meine Worte. Leite sie von deinem Kopf in deine Hände. Das wird den Weg öffnen können. Doch sei gewarnt. Vieles ist noch immer im Fluss. Und ich weiß nicht, wie alles enden wird. Weder in deiner Zeit noch in meiner. Wartet! Seine Werte stabilisieren sich. Etwas passiert. Er bewegt sich. Desmond, kannst du mich hören? Sohn? Ich weiß, was wir tun müssen. Und damit sind wir auch schon am Ende angelangt von Assassin's Creed Revelations. Eine unglaubliche Reise, die nun mit Ezio endet, aber im nächsten Teil mit Desmond und einem neuen Assassin weitergeht. Ja, dieses Weltuntergangsszenario, das schon einmal passiert ist, und nun unmittelbar wieder bevorsteht. Rein theoretisch ist dieses Szenario auch gar nicht so abwegig. Ein Sonnensturm. Viele sprechen auch davon, dass die Sonne eines Tages explodieren könnte. Und dann sind wir weg. Einfach so. Ich finde, dieses Spiel regt sehr viel dazu an, dass man nachdenkt. Über Eventualitäten.
über die Sinnhaftigkeit. Es lässt mich doch ein bisschen emotional werden. Und ich denke, es geht nicht nur mir so. Assassin's Creed ist wirklich dafür berüchtigt, emotional zu sein und unglaublich epische Enden zu schaffen. Nach jedem Spiel ist man dermaßen sprachlos. Man geht in sich, man muss erstmal verarbeiten, was man eben überhaupt gesehen hat. Und das ist etwas, was ich an diesem Spiel sehr, sehr schätze. Und ich glaube, ich möchte es jetzt nicht kaputt machen, indem ich noch mehr erzähle, sondern ich überlasse es euch. Ich überlasse es euch, Schlussfolgerungen zu fassen und das Spiel auf eure Art und Weise zu verarbeiten. Denn jeder hat da so seine eigene Art. Und wenn ich jetzt mein persönliches Feedback abgebe, dann könnte ich das bei euch kaputt machen und das möchte ich nicht. Also ihr Lieben, wir sind durch. Und mir ist ehrlich gesagt ein bisschen schwer ums Herz. Denn es ist das Ende einer Ära. Das Ende mit Ezio. Und er ist mir dermaßen ans Herz gewachsen, dass es mir immer wieder wehtut, Revelations abzuschließen. Wahrscheinlich habe ich dieses Spiel deswegen so selten gespielt. Sondern lieber Brotherhood, wo wir noch in voller Blüte sind. Tja, und was mich am meisten stört, man erfährt nie wirklich, wie es mit Ezio geendet hat. Ob er mit Sophia glücklich geworden ist. Wie viele Kinder er hatte. Es gibt lediglich ein Video, das außerhalb des Spiels entwickelt wurde und das von seinem letzten Lebenstag erzählt, wo man ein bisschen was filtern kann. Aber das ist halt, wie gesagt, leider nicht im Spiel. Das kritisiere ich ein bisschen. Denn hier hat man wenigstens erfahren, wie man mit Altair abgeschlossen hat. Es gibt ein festes Ende und das gibt es mit Ezio leider nicht. Gut. Boah, ich habe so eine Gänsehaut. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Lasst das ganze Revue passieren. Und dann sehen wir uns morgen wieder auf den Spuren der Assassinen, wenn wir nach Amerika gehen zu Assassin's Creed 3. Denkt immer daran, nichts ist wahr, alles ist erlaubt.